Erik, mach den Beinen das Klebeband ab. Okay, okay, warte, das Klebeband ab. Ja! Mann, scheiße! Scheiße, Ralf, was soll Tim, das? Nicole, auf die Knie! Mann, wieso schleppst du uns mitten in der Nacht hierher? Auf die Knie! Warum schaut ihr mich denn jetzt alle so an? Männer, wir Kameraden haben immer zusammengehalten. Wir sind Deutsche und stolz darauf. Und wenn Kamelficker, Zecken, Asoziale sich an unsere Frauen ranwanzen, dann tun wir was dagegen. Mann, lass meine Haare! Kim hier hat sich mit einer Zecke eingelassen. Und Nicole hat sie gedeckt. Wird Zeit, dass wir die beiden daran erinnern, zu wem sie gehören. Erik, den Rasierer. Du Macke, los, festhalten! Richtig so! Ja, und ich dachte, ihr seid meine Freunde. Nicole, das war die letzte Warnung für dich. Und du, Kim, wirst heute Abend beweisen, dass du eine von uns bist. Oder ich bring dich um. Alles raus. Alles raus. Hä, spinnst du? Raus damit. Was soll das? Raus. Ach, Kim. Neue Frisur. Raus damit. So. Ich hab dich gewarnt, Kim. Hey. Wer nicht zahlt, fliegt. Ganz ehrlich, du bist so ein Arschloch. Also, dachtet ihr, ich merk das nicht, dass ihr mir das Motorrad geklaut habt? Und zum Dank lüge ich dann dem Ralf was vor, oder wie? Du hast es Ralf erzählt. Ich bin doch Wachmann. Ich passe immer auf. Ich gehe jetzt auf Schicht, Kim. Und wenn ich zurück bin, ist der Kram hier weg. Und du auch. Hey, jetzt pass sie doch auf. Kim! Hey, Kim! Ich hab dich überhaupt nicht erkannt. Mit der Kapuze im Gesicht, alles gut bei dir? Gar nichts ist gut, ey. Verdammt. So, das macht dann 4,20 Euro. Moment, hier. Stimmt schon. Dankeschön. Hey, Kim! Was ist los? Oh, du weinst ja. Oh, Mann. Komm mal in meinen Arm. Oh, Mensch. Was ist denn passiert? Mein Alter hat mich einfach rausgeschmissen. Mensch, es wird schon wieder. Und Ralf dreht auch völlig durch. Ich habe totale Angst. Hey, du kommst jetzt erstmal mit zu uns und ich mache den leckeren Tee und dann quatschen wir. Geht's dir schon viel, viel besser. Dann mache ich den Tee und wir quatschen. Alter, was laberst du für eine Scheiße? Hey, Kim? Mann, du hast keine Ahnung von mich. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Kim, was ist denn passiert? Helfen kannst du schon mal gar nicht. Kim? Hey, Dennis. Hey, wie geht's dir? Oh, geil. Warum? Naja, also... Du, Caro hat mir erzählt, dass... Ey, kann einfach mal irgendjemand was für sich behalten? Na, das hat sie doch nicht böse gemeint, aber... Wo bist du denn, Kim? Soll ich rumkommen? Ja, und dann... Dann lass uns abhauen. Bitte, Dennis. Nee. Weißt du, ich komm schon klar. Okay. Du, aber morgen nach der Soli-Party. Da hauen wir ab. Da geht's los, okay? Oh, bis morgen. Kim? Tschüss. Nicht stolpern. Ich weiß, es ist dunkel, aber seid leise, ja? Ralf, kannst du mir jetzt mal ehrlich sagen, wohin wir gehen? Schnauze, habe ich gesagt. Das gilt besonders für dich. Kameraden, seht ihr die Lichter da hinten? Wir fahren
veranstalten die Kanackenfreunde ihre Soli-Party für dieses beschissene Asylbewerberheim. Aber wir werden da jetzt mal so richtig aufräumen. Los, geradeaus, hinten rechts rum. Vielen Dank, Leute. Und das war Jaw Rhyme Sound System mit MC Bole. Oh, come on. Erste Gruppe Bühne, zweite Gruppe Zuschauer. Verdammte Scheiße. Die Scheiße. Die anderen kommen mit mir zur Kasse. Und denk dran, immer voll auf die Fresse, ja? Okay, Masken runter. Dann auf drei. Eins, zwei. Und los! Los, holt ihr euch! Und dann, ihr Fotzen, wir machen euch fertig! Mann, was mach ich denn jetzt? Dennis ist hier. Und Ole und Caro. Oh Mann! Scheiße! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Was stopp doch mal! Was stehst du da so rum? Keinen einzigen Cent weg hier! Wir brauchen dich! Scheiß Nazi! Los, zeig mir dein Gesicht, du! Komm doch mal, Tim, jetzt schlag zu! Du Pussy! Los, Kim! Komm, du hast doch eine Maske. Da sieht dich doch keiner. Noch einmal. Siehst du das nicht? Der Wichser kommt direkt auf dich zu. Los, jetzt zeig mir deine Fresse. Scheiße, Dennis. Du? Kim, komm mal spät zu. Was machst du denn hier? Was soll das?